Tag! Es ist Mittwoch, vermutlich. Wie fange ich an? Pass auf. Super nett, nette, ganz viele nette Leute, die gesagt haben, hier bla bla bla. Also nee, die nicht gesagt haben bla bla, aber die verschiedene Tipps und alles gegeben haben. Um das gleich klarzustellen. Nochmal richtig. Auch wenn meine Hardware nicht die beste ist, ist es auf jeden Fall so, dass ich diese Folge zerrissen habe in Eigenregie. Ne? Du hast irgendwann ein Setup und hast verschiedene Abläufe und denkst dir dann nach einem Jahr, ich brauche ungefähr 300% der Zeit, die Folge dauert, um die fertig zu machen. Wo kann ich Dinge einsparen? Und irgendwann wirst du halt gierig und faul und bist dann nur noch bei 150% der Zeit oder so. Aber dafür, es ist halt weniger sicher. Ne? Und es gibt, sagen wir mal ehrlich, es ist 2017, es gibt keinen Grund mehr, warum man nicht irgendwo Sicherheitskopien hat, die funktionieren und die nicht lange genug aufhebt, um dann, also jetzt mal, ne? Lasst euch doch nicht erzählen, dass irgendjemand das nicht hinbekommen könnte. Außer ich habe es nicht hinbekommen. Nein, ganz so ist es nicht. Gelöschte Dateien wiederherstellen ist ja tatsächlich nicht so das Problem. Dann habe ich das nochmal geschnitten. Und dann habe ich das nochmal exportiert. Und dann ist mir aufgefallen, dass das ein Fehler im Audacity ist. Der jetzt aber richtig Dateien zerrissen hat, sage ich mal. Und dann gibt es so tolle Audio-Reparatur-Software, die richtig gut funktioniert. Deswegen, das, was ich jetzt hier habe, ist ungefähr eine halbe Folge. Nicht ganz, ich glaube eine Drittelfolge. Vom Ende. Es sind noch ein paar ganz kleine Sachen drin, so Echo-Wiederholungskrams, den habe ich fast überall rausbekommen. Aber so leicht ist es nicht. Und es sind so die ersten 5, 6 Minuten, wo das ein bisschen nervig ist, glaube ich. Genau. Um da einzusteigen, der Plan von Cheng Demian, beziehungsweise eher den IC-Brechern Demian und Xu Shtandia, um das nochmal kurz zu sagen, die Brecher zusammen mit ein paar Aufpassern von Demian hacken was, um die Worry zu vernichten, um Daten zu kriegen, um die dann freizulegen und zu veröffentlichen. Und Cheng ist mit Xu, irgendeinem Random Org namens Samba und Madame Papillon aufgebrochen, um einen Proxy zu aktivieren. So, dann sind die dorthin. Der Teil fehlt jetzt. Und da ging komischer Magie-Shit ab. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, er war so ein bisschen sehr ähnlich wie Billy Session Number One. Scheiße. Also die Solo-Sessions. War nicht übel cool von mir, aber war ziemlich nice mit Xu. Tja, habt ihr es verpasst. Das ist eine Sache, die ich nur mit ihm teile. Schön. Und am Ende war alles explodiert und Tote und ne? Aber sie haben es hinbekommen. Dann sind sie zurück. Also erstmal ins Safe House. Aber es kam Nachricht, dass die Hacker dort offenbar von der Worry plattgewalzt wurden. Beim Hack. Ne? Sie haben da ein bisschen im Safe House gewartet, haben noch drei andere Überlebende gefunden. Dabei war einer, der hätte der neue Anführer werden können von den IC-Brechern, der, ich sag nicht hirntot ist, aber der hat schon ordentlich was abbekommen. Und wenn der wieder richtig wach ist, weiß man noch nicht ganz, was da für Schäden zurückbleiben. Und dann haben sie sich mit Damian getroffen. Also werden sich jetzt mit Damian treffen, die übrig geblieben. Das ist so das, was passiert ist. Aber der Beginn ist dann Xu und Cheng, die sich unterhalten, und die anderen drei Überlebenden sind mit im Auto, aber spielen erstmal keine Rolle. Beziehungsweise die sind so ein bisschen im Gespräch drin, ist ein bisschen verwirrend, tut mir leid. Nee. Nochmal danke, es war nett. Aber es gibt für keinen, der irgendwie auf YouTube länger was macht, eine Verteidigung, wenn irgendwas kaputt geht. Das ist einfach so. Also 90% der Zeit nicht. Viel Spaß und bleibt geil. Dann also mussten wir entweder wir, wenn wir mit jemandem geredet hätten, wir wären tot gewesen und ihr auch. So, entschuldige, dass ich irgendwie niemandem erzählen konnte, was wirklich passiert. Da ja uns auch so halb unter Beschlag genommen haben, wussten wir, dass das ungefähr die Aussage war. Wir wussten aber nicht, was ihr gemacht habt. Aber also bei uns war es ähnlich mit den Sachen, die er uns aufgetragen hat. Ich erzähle ihm erstmal von diesem Auftragskill an dieser alten.
Und dass es da halt so um Auto ging. Und halt erzählt halt alles von unseren Missionen, weil es ist eh scheißegal. Kannst du mal bitte Logik und Willenskraft, also Erinnerung, würfeln? Ja, zum Schluss ist das nämlich alles ein Traum. Das stimmt nämlich. Ein Erfolg. Ein Erfolg reicht mir aber. Wirst du den Schmuggler mit einbeziehen? North? Ja, von dem erzähle ich auch. Ist ja auch egal. Du sagst also, der bringt Menschen aus der Stadt. Ja, okay, gut. Nicht mehr. Ja, angeschossen. Okay, das wird nix. Okay. Krasser Shit, Alter. Ja, das sind halt alle Daten drauf, die wir zu dem Zeitpunkt hatten. Könnt halt drauf schauen. Ist jetzt auch egal. Okay, wir sind gleich da. Ich würde vorschlagen, ihr drei guckt drauf und wir beide gehen hoch. Ja, ich starte die zwei Propellerdrohnen und lass die drehen über dem Aber Gebäude. Kann ich das machen? hier, Kann ich das bevor ich machen? Kann ich das jetzt machen, hier. bevor ich jetzt hier in einem richtig guten Gebiet bin? Nee, nee. Und Also du kannst es machen, ja. okay. Du musst halt vorher ein bisschen genauer die Route ausgucken, wo man sie halt nicht die ganze Zeit sieht, sodass nicht doch mal jemand guckt, oh mein Gott, da ist ja ein riesiges Rohr dran. Aber das passt schon. Die Schrotflinte da, die ist unauffällig. Okay, dann, ja. Jo, werde hochgehen. Der Koffer wird so unter den Arm genommen. Sehr gut. Du weißt aber schon, dass da ein riesiges Rohr rausguckt, ne? Und dass das Füße hat. Greiffüße. Also, das ist ja Das kommt quasi in wie eine eine Art Kiste. Scharfschützengewehr dran. Okay, dann stelle ich das auf der anderen Straßenseite auf. Auf so einem Ho auf so einem Haus. Also, ich meine, ja, genau, das ist ja das Gute an dem Ding. Das Kleine kann halt Wände hochlaufen und dann auf dem Dach unauffällig platziert werden, ja. Dann wird noch die Leute so provisorisch verbunden, dass sie halt nicht unbedingt verbluten. Ja, passt. Wie hoch hast du erst Hilfe gehabt? Da ist jetzt eh Medizin eher eine Frage von Medizin. Ich glaube, die können das sogar einigermaßen. Ja, still werde ich drei, aber. Ich denke, es. Ja, das passt schon. Das sind ja Hacker, die haben ja viel Logik und deswegen können die auch Medizin ein bisschen was. Ja, klar, können Sie das? Und sie sind gut im Nahkampf. Also, ihr werdet hochgehen. Das ist eine Bo also nein, ihr werdet natürlich runtergehen, weil das eine Bowlingbahn ist, die aber jetzt umfunktioniert wurde zu einer Art Krankenleichenlager, wo Demjan auch irgendwie dann auf irgendeinem Stuhl sitzt, nachdem, nee, er wird gerade noch eine Leiche abdecken und dann sich auf den Stuhl setzen. Da seid ihr ja. Ja. Ich. Wir haben 70% Wir haben von dem, was wir 70%. wollten. Ja, mir wurde auch was geschickt. Ich habe natürlich nicht die Entschlüsselung-Tools und das hat mich auch ehrlich nicht interessiert. Nicht jetzt. Er gibt euch einen Chip. Erstmal in so ein, weißt schon, so ein Fake, so ein altes Comlink rein. Überprüfen, was der Inhalt ist, ne? Ja, Und nicht ist es. größer. Nee, es ist, passt. Dann drücke ich's dem, sozusagen dem Raid-Boss in die Hand. Er wird drüber raiden, Junge. Ja, er war auch der Nahkampf-Rigger, der Nahkampf-Hacker. Er hat sich da rausgekämpft mit einem Messer. Ich nehme an, von euch sind auch nicht viele zurückgekommen. Bei uns die Magierin lebt und Samba auch. Nein, 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 ich meine bei dem Hack, aber danke, das ja. Du siehst hier, wer noch übrig ist. No, keiner von euch hat das geschafft. Ich zeige auf die drei. Die drei sind ja noch im Wagen und gucken die Daten von dir durch, ne? Wir haben noch drei Leute, die sind im Safe House, wo wir davor waren, in so einer Garage. Drei. Drei. Ich halte nicht viel von Aussagen wie, dass die Opfer, die wir gebracht haben,
Nicht vergessen wir, ich halte nicht viel davon, wenn wir jetzt sagen, die Helden, die gestorben sind, hätten es gewollt, dass wir das jetzt veröffentlichen. Letztlich ist es jetzt, ich denke, es ist an euch zu entscheiden, was mit diesen Infos, die wir haben, passieren soll. Wenn wir sie veröffentlichen, werden wir uns natürlich eine riesige Zielscheibe auf die Brust setzen und vermutlich haben wir die, wir haben sie sowieso. Wir tauchen auf jeden Fall einen Moment unter. Das wäre unser erster Plan. Wir sind gut darin, zu verschwinden. Vielleicht sehen wir uns mal wieder, aber wir gucken. Vielleicht ein harter Tag für uns. Ich muss nur wissen, ob ihr vorhabt, in der nächsten Zeit irgendwas davon ans Licht zu bringen, denn dann muss ich auch noch alle restlichen am besten in den Untergrund befördern. Ich weiß nicht, ob jetzt schon die Wori weiß, dass das meine Leute waren oder nicht. Ich neige nicht dazu, sie mit Symbolen auszustatten, aber wer weiß. Ja, man kennt es ja. Irgendwelche Ringe haben sie immer. Irgendwie werden sie einen Weg finden und deswegen muss ich wissen, ob ihr das veröffentlichen wollt. Cheng, was sagst du? Ich weiß ja nicht. Ich setz euch, ich gehe kurz darüber. Er wird dann kurz weggehen. Ich weiß nicht, wenn wir das machen, müssen wir auf jeden Fall einen Plan vorher haben für uns fünf. Also ich meine, wir haben schon alles eingerichtet für schon vor einiger Zeit, als wir das alles überhaupt noch nicht im Kopf hatten, was wir machen, wenn wir mal den richtigen Clou landen an Daten, über welche Wege wir sie an die Öffentlichkeiten bringen und auch zwangsläufig, so dass es nicht ignoriert werden können. Das ist alles kein Problem, das steht, aber was wir fünf dann machen, ist noch. Und ich weiß ja noch nicht mal, ob der, den wir mal gedacht hatten, dass er uns vielleicht anführen kann, was von ihm noch übrig bleibt, wenn sein Gehirn sich wieder erholt. Ja. Nur so. Nur Outgame, okay. Ich habe jedem sozusagen, weil ich bin ja nicht völlig bescheuert. Ich dachte jetzt, Brain gemeldet, wie beispielsweise, der ist noch fähig, einigermaßen rational zu denken und wird jetzt, ne? Nicht den Chip nehmen und ihn auf den Boden werfen und zertreten. Ach so, nee, das würde er nicht machen. Okay, dann wird sozusagen, die anderen schnappen sich wahrscheinlich dann den Chip und laden den dann noch irgendwo hoch und, ne? Ja, aber was, die Frage ist, wo tauchen wir jetzt unter? Weil wenn wir das hochladen, dann wird dieser Magier jetzt alles daran setzen, uns das Exempel zu statuieren, das er noch nie irgendwo statuiert hat. Also, vielleicht wäre es mit einer, so ein Madagaskar-Urlaub. So ein kurzzeitigen. Vielleicht ein halbes Jahr. Bis Gras über die Sache gewachsen ist. Kannst du dich eigentlich wieder irgendwo in Asien wirst du dich blicken lassen können, oder? So Richtung Japan schon eher. Aber China nicht mehr. Weil ich meine, dann haben wir wenigstens schon mal ein bisschen Ortswissen. Irgendwo anders kennen wir uns ja da nicht aus. Also ja, nicht Ortswissen, aber du weißt, was ich meine, so ein bisschen mehr zumindest. Ja. Also sagst du, wir ziehen's durch? Eigentlich schon. Naja, dafür sind jetzt mindestens 20 von uns gestorben. Also ich bin jetzt auch nicht der, der sagt, wir müssen das jetzt wirklich machen, nur weil die gestorben sind. Aber es hat uns so viele, wie Shigor sagen würde, Ressourcen gekostet, dass wir es jetzt eigentlich nicht mehr, ne, außen vor lassen können, dass wir es nicht releasen. Ja.
Ich mach das mit den anderen drei klar. Vielleicht machen wir schon mal einen Erstplan. Und du übernimmst den alten da. Okay. Klopft dir auf die Schulter, nimmt den Chip und geht. Blöder Wichser. Naja, also ich meine, er wird jetzt nicht wegrennen und wegfahren. Ist ja noch dein Auto. Das haben andere schon gemacht. Den hast du es aber auch immer gegeben. Okay, dann, wie läuft's bei dir weiter? Tja, das kommt ein bisschen drauf an, wofür habt ihr euch denn entschieden? Fürs Releasen. Gebt ihr mir noch 5 Tage? Ist kein Problem. Wir geben dir eine Woche. Okay. Du hast uns Wenn doch ihr, mal. wenn es irgendwas, das ist natürlich eine Vertrauensfrage und das musst du mit deinen Leuten besprechen, aber wenn es irgendwas gibt, was sehr einfach ist, wenn ihr irgendwas vorbereitet, ich muss nur noch einen Knopf drücken und es wird hochgeladen, könntet ihr euch schon vorher irgendwo verkriechen, das stellt kein Problem dar. Aber ich denke, das werdet ihr unter euch ausmachen. Ah, es wird wahrscheinlich. Ich erkläre dir mal ungefähr, wie das jetzt laufen wird bei uns. Wir werden jetzt sozusagen untertauchen, eine Zeit lang. Wir werden verschwinden, wirklich wortwörtlich verschwinden. Entweder wir sterben oder wir kommen nie wieder zurück. Wenn wir zurückkommen, sind wir in einem Jahr ungefähr wieder hier. Und dann können wir vielleicht, wenn es dir noch gut geht, mit einer weiteren Zusammenarbeit auf einer besseren Basis vielleicht mal drüber reden. Ich denke, in einem Jahr. Ist wieder alles anders. Wer weiß, wie es mit der Wuri aussieht, aber vielleicht können wir nachhaltigere Effekte erzielen. Vielleicht ist egal, es wird, es ist, ich denke, sie wird mehr Eis zu knabbern haben an dieser Möhre, die wir Ja. gezüchtet haben, ja. Ach ja, erinnert die anderen Leuten, dass es immer noch eine zweite Woche gibt, ne? Wir dürfen das auch nicht aus dem Blick verlieren. Ja, die schlechte. Naja, vielleicht ändert sich das jetzt. Die gute wird zur schlechte. Nein, nein, ich meine nicht die schlechte, sondern die Schlechter, die Schnetzler, die Metzger. Okay. Ich weiß auch nicht. Ich denke, wir werden. Vermutlich werde ich dieses Turf aufgeben müssen und irgendwie etwas anderes organisieren, aber. Na, du hast uns doch mal von Frankreich erzählt. Vielleicht ist es wieder eine Zeit, dort wieder aufzutauchen oder sich vielleicht mal wieder blicken zu lassen. Ich muss sagen, tatsächlich hat sich das eine Zeit lang als verlockende Alternative irgendwie für mich dargestellt. Aber französische Frauen sind einfach eines der schlimmsten Dinge, die es überhaupt auf dem europäischen Kontinent gibt. Allein das. Ich meine, ich könnte ja nicht mal mit ihnen Geschäfte machen, nicht einmal jemanden einstellen, der meine Wohnung säubert. Das klingt sexistisch. Ich könnte auch Männer einstellen, die meine Wohnung säubern, aber tatsächlich fällt Frankreich. Ich verstehe aber, was du meinst. Nur ich reise gern oder ich reiste gern und meine Heimat liegt hier. Ich werde hier werde ich weitermachen. Dann wünsche ich dir viel Glück. Ich wünsche euch das Beste. Ja, ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr als Glück. Er Dann. geht nochmal hinter den Bowlingbar-Tresen, holt 2 Flaschen Wodka, Desinfektionsmittel und ein Vertreibnis der schlechten Gedanken, es ist nie verkehrt. Danke. So, es war mir eine Freude. Ah, ich hoffe auf Wiedersehen. Wir sehen uns wieder. Ja. Ich hoffe, ich muss nicht die nächsten Monate und Jahre aufwachen und mir die Frage immer wieder stellen, ob es das wert war. Er sieht sich kurz um in diesem leichen und verletzten Keller. Dann auf bald. Und ich schreite so leicht immer noch
mit so leicht eingestürzten Schultern zur Tür. Dann wird's zum Auto. Dann gehen wir zum Auto. Und fahren erstmal. Ja. Ich habe gehört, da ist ein Machtvolumen frei geworden. Noch nicht. Also, du möchtest bestimmt erfahren, welchen, man nennt das ja auf Deutsch Impact, das hat, wenn ihr das dann irgendwann released. Gar keinen, weil sie alles schon verschoben haben. Nee, nee, warte, ich muss das nur kurz ablesen. So. Also ich meine, ihr werdet ihr Funk erstmal dafür sorgen, dass ihr nicht gefickt werdet direkt und dann das erst releasen, aber die Leute, sowohl die, die in Entscheiderposition sitzen, als auch der gemeine Mann und die gemeine Frau auf der Straße oder wenigstens die Lohnsklaven, die wollen verstehen, warum es passiert, dass ihre Nachbarn in einem Gemetzel niedergemacht wurden und so weiter. Ich meine, das war jetzt schon irgendwie ein halbes Jahr so, dass immer wieder mal irgendwas Größeres ausbrach und dass extrem viele abgemurkst wurden. Und sie wollen natürlich auch einen Sündenbock. Sündenböcke sind ja das Wichtigste auf der Welt. Ich So. habe gehört, so ein Magier, der bietet sich an. Das stimmt nämlich. Hast du. Magier sind das Ursprung allen Böses. Ja! Hast du. Dieser natürlich so, dass man nicht entscheidende Namen und so erkennt, aber generell das Gespräch mit dem Magier von der Wori mit drauf. Also bei den Infos, die ihr hochgeladen habt. Ich habe sein Bild als sozusagen an die Spitze der Pyramide gestellt. Okay. Das ist schon mal ein echt guter Sündenbock. Der ist Magier. Das missfällt echt vielen Leuten. Vor allem Aztec-Mitarbeitern, Raputnik-Mitarbeitern und so weiter. So. Horizon gräbt noch ein paar Stories über ihn aus. Ob die jetzt stimmen oder nicht. Aber immerhin sind sie auf den Trichter gekommen, dass er ein übelster Gedanken- und Handlungsmanipulator ist und Also, Brain-Vergewaltigung und so. ich hab gehört, so eine Geschichte mit einem Kartoffelschäler kommt doch gut. Die ist da auch drauf, sagst du. Ich meine, da musst du ja Ja. tatsächlich nur seine Ansprache an den Stellen rauskopieren, wo Namen genannt werden, und dann kann man die verwenden, ja. Das heißt, er ist auch noch ein richtig gutes Monstrum, und Horizon und Evo machen auf jeden Fall die Infos da richtig groß. Nicht zuletzt vielleicht deswegen, weil viele der Geldanlagen ja bei Rabutnik waren. Als sie sich so aufgebaut haben für einen Doppel-A-Konzern, mussten sie natürlich nicht, die mussten nicht direkt schmierige Geschäfte machen, aber ein Ach paar ja, von es ihren wird auch ASICs wollten alles das. released, was über dieses Teil, wo wir davor Der drin Honigtopf. waren. Ja, der Honigtopf. Und Alles. übrigens, diese Anlage ist nur ein dicker, fetter Papphaufen. Das wirft auch kein gutes Licht auf die. Das wird auch richtig groß rausgebracht. Das wirkt natürlich fast so, wenn man es auch noch so eine komische Anlage hat, die eigentlich nichts macht, als wäre Rabuting ja echt dick mit der Wori verstrickt. Das ist aber nicht schön. Das macht natürlich noch mehr Horizon und Evo Spaß, das rauszubringen. Die Sachen, die bekannt wurden, die konnten werden auf jeden Fall jetzt irgendwie gefroren oder vom Staat plötzlich, hier, wie heißt denn das? Nicht verpfändet, Beschlagnahmt. beschlagnahmt. Soll Die werden bedeuten, Volkseigentum. Florinas Worry klappt sich ein bisschen Geld. Nee. Florinas Wori, Alter, die versucht irgendwie auf der Straße zu überlegen, ohne sich gegenseitig zu killen. Ohne sie hat sie und ohne ein paar andere Kernfiguren sind die einfach, ich will nicht sagen zu dumm, aber die können halt nicht viel außer ihrer Wut freien Lauf lassen. Es ist wie Pegida, oder? Jein, aber der Vergleich gefällt mir, dafür kriegst du schon mal einen Daumen nach oben. Aztec hält sich zwar ein bisschen zurück, die sind natürlich auch ein übelster Meinungsmacher, aber sie versprechen immerhin gegen Korruption und Verwicklungen in ihrem Konzern vorzugehen und bieten natürlich freundlich der Regierung an, wenn ihr da noch was in der Richtung zu tun habt. Wir haben Aufräumteams, die sind gut bewaffnet, verlässlich und effizient, wenn ihr uns ein bisschen Geld gibt. Ich weiß, ihr wollt nicht, dass wir bei der Polizei mitmischen, aber für ein bisschen Kohle schicken wir die dorthin, wo es rumpelt und vernichten zum Beispiel diese Florina, wo die immer so böse und gemein sind. Und der Staat, ich meine, die Leute wollen einfach, dass was unternommen wird. Und naja, die sind so billig, was willst du da machen? Und Schöne Exekutionskommandos. niemand mag mehr Worry. Die sind Das ja stimmt. alle böse. Ja.
Also ich meine, die Worry ist tatsächlich ziemlich dicht verwachsen in Moskau. Auch nicht erst seit gestern. Aber da sind massive Geldanlagen zerstört worden. Nicht alle, aber echt viele. Es gab jetzt einen Wechsel des Bosses, der aber jetzt plötzlich von den Medien so zerstört wird, dass er sich eigentlich nirgendwo mehr blicken kann. Florinas Worry wird von Aztec exekutiert. Und dann ist halt immer so die Sache, weißt du, wenn jetzt so eine Bande von Florinas wo irgendwo hinkommt und sagt, ey Junge, lass mich bald übernachten oder ich mach dich kalt, dann müssen die Leute sich jetzt halt echt überlegen, habe ich mehr Angst vor dem Typen oder vor dem Aztec-Erschießungskommando? Okay, meistens haben sie immer noch Angst mehr vor dem Typen, aber das ist erstmal egal. Immerhin müssen sie schon überlegen. Also es hatte schon Impact. Es gibt Alternativen. Für Moskau. Ja. Gut. Das war das Ende. Hast du abschließende Worte an Flummi? Möchtest du sie gern beleidigen, weil sie sich nicht gerade wehren kann? Und Daddy, der kann sich auch nicht wehren. Tja, ihr werdet ein leeres Schließfach finden. Weil ich das vergessen werde. Auch wenn der Charakter noch lebt. Sehr gut. Ach ja, und guckt in die Post. Da sind Gemälde.